Was geht ab? Hier ist Andrew Allen und wenn ich Satellitenradio höre, dann höre ich Sirius Hits One. Das ist gut. Jetzt bitte noch etwas witziger. Witziger? Etwas mehr Ghetto. Ghetto? Jetzt schön witzig. Los. Was geht ab? Hier ist Andrew Allen. Oder mich an meinem Sack kratze. Der erste Take war gut. 2005 wählte das Time Magazine unseren heutigen Gast zum witzigsten Mann in Amerika. Bis 2010 hat er große Erfolge gefeiert mit Hemi der B1, 2 und 3. Du hast Hemi-Time! Es ist Hemi-Time! Und Sie können auch sehen, wie er den Reality-Star Erica Long heiratet. Oh, ist mein Kuss. Was, hier voll auf einer Kamera? Ohne Kamera zählt es nicht. Ich will keine lustigen Filme mehr machen. Ich fühle mich nicht witzig. Heb dir das für dein Times-Interview auf. Ich will nur eine gute Story. Sie nennen mir ein paar wirklich ehrliche Details. Ich werde mehr als fair sein. Das ist Chelsea Brown. Sie schreibt eine Story über mich für die New York Times. Sobald ich dran bin, Baby, werde ich nur das Beste auftischen. Du tischst gar nichts auf, weil du selber frisst. Also klappe! Hallo, Marcel. Alles ändert sich. Wachen Sie auf, dann sehen Sie den Fortschritt. Nein, nein, nein. Manche Dinge ändern sich nie. Gott sei Dank ändern Sie sich. Ein schwarzer Mann versucht, in New York City ein Taxi zu bekommen. Taxi, Taxi! Ja. Glaubst du, die Hochzeit schadet mir? Soll das ein Witz sein? Andre, wenn diese Sache floppt, kannst du bei Dancing with the Stars mittanzen? Hey, was ist los? Wohin rennen denn alle? Zoolander ist im Konferenzzimmer. Ben Stiller ist im Konferenzzimmer. Diese Weißen sagen mir nie was. Wieso überspringen wir nicht die Amateurfragen und kommen gleich zu den Richtigen? Wieso sind sie nicht mehr witzig? Jeder ist betrunken witziger. Mal Opera betrunken erlebt? Die ist sau lustig. Das ist meine Stadt. Also, wenn du was brauchst, sag deinem Bruder. Weed, Bier oder vielleicht Schnaps. Willst du Schnaps? Ich habe ja schon viele Hochzeiten hinter mir. Ich stand nicht auf Hochzeiten. Ich sollte auf den Mann stehen. Und du auf das Mädchen. Meine Top 5 sind Jay, Nas, Scarface, Rakim. Vielleicht kommt noch Biggie dazu. Meine Nummer 6 ist LL Cool J. Was? Vor seiner Show. Vor seiner Show. Gray, hast du was dagegen, wenn ich mir ein paar Kleiderbügel nehme? Ich brauche ein paar Holzbügel. Oh, verdammt. Da ist ja ein Schloss dran. Da ist ein Schloss dran. Die kennen deinen Kumpel.